Herzlich willkommen zu Radio Gustav. Das ist Österreichs erster automatisierter Podcast. Hier gibt es die offiziellen Tagesmeldungen der Landespolizeidirektion Wien zum Nachhören. Das ist ein KI-generierter privater Service ohne Beteiligung des Innenministeriums oder anderer staatlicher Stellen. Sie hören Radio Gustav von Montag, dem 14. Oktober 2024. Ich verlese Ihnen nun die neuesten Pressemeldungen der Landespolizeidirektion Wien. PKW-Lenker entzieht sich der Anhaltung und rammt Streifenwagen. Festnahme 13. Oktober 2024, 6.20 Uhr. Vorfallsort 1. Bezirk Wien, Troststraße. Ein PKW, der mit quietschenden Reifen von der Rackstraße in die Laxenburger Straße einbog, wurde gestern früh von Beamten im Streifendienst wahrgenommen. Die Polizisten versuchten sofort, den PKW anzuhalten. Der Lenker machte aber keine Anstalten, den Anhaltezeichen Folge zu leisten und beschleunigte weiterhin. Ein anderer Streifenwagen, der dem Flüchtenden den Weg abschneiden wollte, wurde von dem flüchtenden PKW-Lenker in der Troststraße schließlich frontal und vermutlich vorsätzlich gerammt. Durch den Aufprall wurden zwei Beamte sowie der flüchtende PKW-Lenker verletzt. Weitere Polizisten nahmen den 30-jährigen Tatverdächtigen, STP-Betz Österreich, der keine Lenkberechtigung besaß, fest. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Eine Amtsärztin stellte eine Alkohol- und Suchtgiftbeeinträchtigung des Tatverdächtigen fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Als Grund der Fluchtfahrt nannte der Tatverdächtige, dass er keine Lenkberechtigung hatte. Ein verletzter Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Festnahme nach Drohung mit Schreckschusswaffe, 13. Oktober 2024, 15 Uhr Vorfallsort, 1. Bezirk Wien, Laxenburger Straße. Gestern nachmittags wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in den Innenhof einer Wohnhausanlage gerufen, da zwei Mädchen, 12 und 15 Jahre, von einem Mann bedroht worden sein sollen. Die Mädchen gaben gegenüber den Beamten an, dass sie der ihnen unbekannte Mann sofort mit einer Pistole in der Hand mit dem Umbringen bedrohte. Dann soll er in ein Stiegenhaus geflüchtet sein, als die Mädchen ihre Eltern verständigten. Im Zuge der weiteren Sklärung konnte die Wohnung ausgeforscht werden, wo sich der Tatverdächtige aufhielt. Beamte der Wega öffneten die Wohnungstüre und nahmen den Tatverdächtigen, einen 30-jährigen österreichischen Staatsbürger, fest. In der Wohnung wurde die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, gefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige verweigerte die Aussage und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Fälle von Wohnungseinbrüchen mittels Verätzung der Schlösser, 13. Oktober 2024, 17.45 Uhr, Vorfallsort, 2. Bezirk Wien, Wassergasse. Gestern wurden mehrere Einbrüche in Wohnungen in der Wassergasse gemeldet. Die eintreffenden Beamten stellten an den Tatorten fest, dass mutmaßlich eine Säure zur Verätzung der Schlosszylinder durch die unbekannten Täter verwendet wurde. Ein gefahrstoffkundiges Organ stellte die Schlosszylinder sicher, welche in weiterer Folge durch das Bundeskriminalamt kriminaltechnisch untersucht werden. Weitere Ermittlungen dauern an. Die Polizei ersucht daher um besondere Aufmerksamkeit und warnt die Bevölkerung, sollten sie an dem Schloss ihrer Eingangstüre Beschädigungen sowie eine Flüssigkeit vorfinden, vermeiden sie unbedingt den Kontakt mit der Flüssigkeit. Es kann sich hierbei um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat. Sollte es bereits zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, dann neutralisieren Sie die Körperstelle sofort mit klarem Wasser. Verwenden Sie dabei keine Seife oder sonstige Zusätze. Rufen Sie unverzüglich den Polizeinotruf 133. Das waren alle Meldungen des heutigen Tages. Und das war Radio Gustav.
Bei Rückfragen zu den Meldungen wenden Sie sich bitte direkt an die LPD Wien. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Passen Sie auf sich auf. Das waren die offiziellen Tagesmeldungen der Landespolizeidirektion Wien. Radio Gustav sagt Danke fürs Zuhören. Feedback bitte an office@radiogustav.at. Missing Link.